Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wieder in der Super Winter Special Edition. Wow. Dabei sind Byte und Devalator. Mal wieder. Ja. Hi. Hallo. Und wir buddeln weiter. Ja. Richtig. Wir buddeln. Weil es ist Minecraft. Ich bin mal gespannt, wer von uns oder welches von beiden Teams schneller ist. Weil ich bin jetzt gleichzeitig während dem Ausheben schon am dekorieren. Ich jetzt aber auch. Ich bin auch dabei, also ich gehe durch mit Cleanstone halt, alles schon mal auskleiden. Erstmal. Ich weiß noch nicht, wie die Deko wurde noch nicht entworfen. Das Entwicklerteam der Deko ist noch am Arbeiten. Also lässt das Stefan machen. Nee, eigentlich wollte ich mich mit Stefan nochmal überlegen, aber wir hatten noch nichts überlegen. Wir haben gedacht, wir bauen erstmal den Tunnel. Wow. Dann kannst du ihn eigentlich gerade so lassen. Was machst du denn an Deko? Vielleicht sollten wir eine. Achso, du machst halt dein Ding zu Stefan rüber, meinst du? Ja. Also einheitlich wäre schon sexy. Und ich finde es auch nicht schlecht, weil es jetzt nicht so super selten ist. Mhm. Ich würde es mir an deiner Stelle einfach anschauen und selbst entscheiden, ob es passt oder nicht. Und gucken, ob ich einen Bürgerreiz kriege oder nicht. Genau. Oh, Licht da oben in das Loch rein. Wobei, ich könnte es eigentlich auch mit Cobblestone ausfüllen. Oh, ne, mach mir einfach Licht drin. Achso, okay, du gräbst einfach die unterste Schicht wieder weg. Was? Ja, da versehentlich. Nee, warte, wir müssen hier hoch, weil hier drunter ist meine Mine. Wir müssen hier um ein, zwei sogar nach oben. Ja. Eigentlich müssen wir noch eins höher. Genau, und den muss er dann von der Decke noch mehr wegbuddeln. Oder, nee, ich glaube, wir hatten überlegt, wir bleiben auf der Höhe, weil die Randdeko diese Steine hier werden. Das war, glaube ich, der Gedanke dann. Okay. Was hältst du davon? Sollen wir die Steine als Randdeko nehmen oder sollen wir lieber höher gehen? Die Frage ist, ob du hast die Steine dann nur hier oder willst du die überall machen? Ja. Ja. Überall werden die dann. Okay. Ja, links und rechts werden dann. Wird die halt ein bisschen kosten dann. Ja, wir bauen Jesus, zwei. Warum sind hier jetzt so viele Monster? Ach ja. Alles kaputt machen, was kein Stein ist. Ah. Aber FE2 ist jetzt auch nicht so viel schneller, also. Der einzige Vorteil, der jetzt ist, dass Haltbarkeit 3 drauf ist. Heißt, die hält ein bisschen länger. Mhm. Ich genau. Das leckt irgendwie gerade ein bisschen. Ja, das bist du. Wieso ich? Bei. Ja, okay, vermutlich. Na, guck mal, hier ist die Höhe, wo du buddeln solltest. Oder noch eins höher, je nachdem, was wir gesagt haben jetzt, ob wir die Randdeko lassen oder nicht. Ja, wie du willst jetzt. Also ich würde es ohne machen, weil sonst müsstest du ja überall, wenn du das überall hinmachen willst, wären schon viele. Oder da ist diesen gesamten Gang nach da hinten nochmal auf.
Stufe mit Stein. Ja, dann buddel bitte eins weiter oben. Buddel jetzt nur auf der Höhe. Nein, eins weiter oben. Und so. Aus der Reihe Stein stehen. So viel stehen lassen. Also ich muss definitiv noch was von denen holen. Oh Mann! Internet oder der Server? Und gleich ist ganz viel weggebaut. Wird der Server funktionieren? Nein, Internet. Probleme. Vermutlich. Da gab es noch nie Probleme. Nein, wir hatten noch keine Serverprobleme. Noch nie. Bei dem roten Riesen muss man sich nicht wundern. Davon. Brauche ich noch Granitblöcke, können auch weg. Davon brauche ich ganz viele Blöcke. So. Ich glaube, es muss so sein. Das hat doch sowas. Hier aufgestockt werden. Hey. Gut, dass das nicht viel Stein kosten wird. Bis hier. Hin. Ja. Mein Sohn. Seit wann bin ich dein Sohn? Call me Daddy Bitch. Habe ich was gesagt? Nein, oder? Nein, alles gut. Oh, Alter. Okay, ich muss hier definitiv noch ein bisschen anders ausleuchten. Viele Monster. Und bald, komm mal her. Wo bist du? Ah, vorne. Hier, guck mal hier. Ach Gott. Hast du das mal gebuddelt? keine Ahnung, kann sein. Hä? Lauf mal nach oben, dann siehst du, wo es war. Das war das bei deinem Haus? Immer nach oben gebaut hat. Moment. Ja, keine Ahnung. Bei deinem Haus war halt mein Eingang, aber... Ah, das ist ja sogar bei deinem Haus. Aber das ist die falsche Seite. Okay, also warst du das auch nicht? Keine Ahnung. Ach, guck mal, da wo Bike gerade herkam, kommt auch jetzt auch ein Creeper her. Wo war denn jetzt der Eingang? So, und jetzt bin ich weg. Also beim Ausgang war definitiv nicht der Eingang. Wenn Byte gleich wieder da ist. Schauen wir mal. Byte? Ich komme nicht mehr auf den Server im Moment. Doch, jetzt. Doch, gerade. Ja, hier drüben. Ah, hier bist du. Immer perfekt, wenn sich niemand mehr bewegt. Es wird gruselig. Irgendwann ist dann ganz wieder ganz vorbei. Nein, ich stand tatsächlich gerade kurz. Bin immer auf die Geschichte drauf an, aber in irgendeiner bestimmt. Oh Mann. Aber. Ja, und hast irgendein Maskottchen angezündet und jetzt ist Flubber oder sowas weg oder Doxy? Nein. Ich habe aus Versehen versucht, Lava in einen Eimer aufzunehmen. Obwohl ich ein volles Inventar habe. Sprich, ich habe Lava auf den Eimer die Lava geschmissen. Richtig. Wunderbar. Okay.
Nein, das war wirklich nicht klug. Da. Ich hätte das eher. Dauert so unendlich lange, diesen Tunnel hier zu buddeln. Wir sind 3 Meter erst vom Bahnhof weg und buddeln schon seit Ewigkeiten. Jo. Warum habe ich Polish the Reeds erst dabei? Ich gar nicht. Warum haben Polish the Reeds erst nicht dabei? Hey, ich spreche werden. Bitch. Das könnte von mir aus mehr Erde hier sein. Und dann macht er, da ist überall Wasser drüber. Was ist hier? Bei mir backt's voll. Achso. Schrecklich. Machen wir das. Hier spawnen viel zu viele Creeper. Obwohl Byte bei mir ist. Obwohl Byte bei dir ist. Ich. Byte, was glaubst du? Wie lange dauert es noch, bis wir diesen Tunnel irgendwann fertiggestellt haben in seiner vollen Pracht? Wie viele Generationen braucht es noch? Mit dem jetzigen Werkzeug? Vermutlich ja, genau so wie. Keine Ahnung, so 30 ja. Tage am Stück oder so. Ach was. Ja, was kommt da gerade runter? Ist das ein See oder ist das der Ozean? Ja, okay, Ozean ist. Ich glaube, es ist der Anfang vom Ozean. Oh doch, natürlich ist hier ein Ozean. Ah, weißt du, was ich auch noch machen will? Ich will den scheiß Tunnel durch den Ozean zwischen mir und Stefan packen. Ah, zu dem Stefan-Teil möchtest du. Du möchtest nicht zu dem kleinen... Ja, ja, richtig. Du möchtest zu seiner Burg. Burg. Genau. Bursch. Ja, gut. Dem Stefan-Teil würde ich gerne. Ja, okay. Ich mache hier oben mal dicht. Bleib mal kurz oben und mache hier mal ein bisschen mit Erde alles. Das soll ja nicht ganz so scheiße aussehen wie bei Flubber. Hey. Mir sieht's voll gut aus, Bitch. Tut mir leid, Daddy. Komm besser, mein Sohn. Ah, das fühlt sich so falsch an. Warum denn? Ach, keine Ahnung. Weil ich jünger bin. Du nicht. Mich nicht? Nein. Sicher? Ja, ich war der Jüngste. Gay? Okay, nee, Entschuldigung, ich muss mich ja dann ein bisschen erwachsener verhalten. Solltest du, ja. Der Tunnel wird überflutet. Ha, gay, du Opfer. Besser? Der Tunnel wird immer noch überflutet. Ich dachte, ich habe alles dicht gemacht jetzt. Ja, jetzt inzwischen geht's. Oh, aua, das war tiefer, als ich dachte. So, der ganze Klöffel darf jetzt auch mal runter. Weil ich oben einfach überall Erde gesetzt habe als oberste Schicht. Setz mir mal ein paar Fackeln hier hin. Kennst du eigentlich diese Kiesfalle? Du meinst das, wo Kies hier auf den Kopf fällt und du stirbst? Nee, wo hast du... Du hast dann mehrere Etagen Kies. Ja. Etagen ist eigentlich falsch. Du hast eine Fläche Kies und wenn du eines abbaust oder auf eines drauf drückst oder einen Block setzt oder irgendwas anderes, eine Kiste aufmachst, ja, fliegt die ganze Ebene nach unten. Ja, das kenne ich. Das ist auch noch ziemlich cool, wenn man das Ganze noch mit TNT unten kombiniert. Weil dann stirbt man. Ich glaube, wir haben verschiedene Ansichten von cool. Ich habe heute auch ein bisschen PvP gespielt. Ja. Nein. Du, das merkt man.
Überhaupt nicht. Aber bringt es denn so viel im PvP, weil die Dinger kennt doch jeder? Oder sind Minecraft-PvP-Leute? Bei Dominion bringt's was, ja. Super. Aber ich werde gerade gekillt und kann nichts machen, weil ich immer dauernd drin war. Irgendwie fail. Ob das so sein, oder? Ja. Ja, da ist es falsch. Ich finde es auch schön, dass du die zwei breiter sein muss. Und ich hier hinterher mache. Naja, übrigens, Flubber mittlerweile klein. Okay. Wir buddeln einfach nur ein bisschen drauf los. Na dann. Ist in Ordnung. Erstmal einen Tunnel haben, den man benutzen kann und dann kann er irgendwann noch schön sein. Mhm. Ja. Sehen, was ich jetzt gemacht habe. So was. Einfach nur ein bisschen Tunnel buddeln. Bisschen pushen am Bau. Wir pushen ja gar nicht. Wir buddeln einfach nur. Nicht, wir sind super effektive Buddler. Wenn wir nicht pushen, dann... Ui. Buddeln wir. Das war knapp. Egal. Man könnte halt ab und zu mal Kohle noch finden, weil es halt einfach an Kohle mangelt. Pass auf hier. Ich bin gerade nach unten gefallen. So, einfach weiter buddeln. Jetzt muss ich den Rest hier noch buddeln, den du nicht mit dir gemacht hast, direkt. Wie kann man auf Stufen keine Rails mehr setzen? Du konntest noch nie auf Stufen Rails setzen. Nö. Eklig. Ja, deshalb lassen sich Treppen und Rails so schlecht kombinieren. Da war bei mir in der Mine auch extra zwei Gänge, die separat sind für Rails und Treppen. Mit einer Wand getrennt sind, so wie Deutschland damals. Bam, bam, bam. Ich glaube, ich sollte irgendwie mal bei einer Meisterschaft mitmachen mit schlechten Vergleichen, oder? Hier ist ganz viel Kohle. Ja. Dias wären besser. Nein, tatsächlich brauche ich mehr Kohle als Dias momentan. Kohle, 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 Kohle. Kohle, ra. Nein, scheint sich gefangen zu haben bei mir. Ach, ich war gerade schon wieder so ein... einen gegebenen Witz mit deinem Namen machen. Hast wohl keine Byte-Verluste mehr. Wow. Also der Name, pass auf vor diesem Creeper. Der Name ist einfach perfekt. Für mich als Informatiker ist Byte-Krieger der beste Name, um Witze zu machen. Dead Jokes incoming. Oh je. Mit was für Leuten spiele ich hier? Mit Byte und mir. Da kam sogar die Namensgebung davon her. Also aus der Informatik. So, weil du immer so viel Byte-Verlust hattest. Nein. Weil ich es einfach irgendwie lustig fand. Fand Bytes lustig. Ja, jedes Spiel besteht ja aus Bytes. Und was sagst du zu 8-Bit-Spielen? Hm. Vor
Bam, bam, bam. Wobei 8. Das. Nein, nein! Wobei 8 Bit sind ja ein Byte. Ja, stimmt auch wieder. Also. Ich kann mir hier nebenbei eh das ganze Eisen. Ja, das Eisen kannst du gerne haben, solange ich die Kohle krieg. Dann habe ich damit kein Problem. Ah, habe ich Kohle inzwischen? Nö. Oh, hallo Creeper. Ja. Ihr könnt ja eigentlich die Arbeit für uns machen, indem man das ganze Zeug hier freisprengt. Ja, der macht das viel zu unkontrolliert leider. Also meinen großen Raum habe ich zeitweise unkontrolliert kontrolliert gesprengt. Ja, das wurde ein bisschen zu. Raum, den du da haben wolltest, da kann man auch ein bisschen sprengen lassen. Willst du hier an der Seite zumachen? Weiß ich noch gar nicht, wie das am Ende sein wird. Aber unser Tunnel, guck mal, wenn du so zurückguckst, alleine durch die Größe wirkt der schon cool. Bist du eigentlich irgendwann mal bei mir? Wir sind bei mir in der Nachbarschaft noch. Du wolltest dir das mal noch anschauen? 15 ja, wenn Blöcke ich mal so weit bin. Also wir sind nicht besonders schnell im Vorankommen. Also an deiner Stelle würde ich mir die nächsten 9 Minuten noch anschauen. Ach so. Ja. Mal sehen, vielleicht auch in der nächsten Folge. Wie sie möchten, mein noch sehr, sehr junger Padawan. Oh, apropos, ist daraus rausgekommen. Bei deiner Folge, bei meiner nicht. Ja, ich bin nicht so der große Star Wars Fan. Das du hast eine Bett. Mal denk dir jetzt mal gucken. Bitte? Mistiges Ding. Wie bitte? Die kleinen Viecher hier. Weißt nein, du, nein, wie nein. Heißen? Ich meine die andere Häuser so da hinten. Mich meinst du? Richtig. Was ist denn das? Ist doch kein normaler Zombie. Das Ding hier. Was war ja, das? Ahnung, sah aus wie ein Minenarbeiter. Ja. Ah. Schön alles ausstopfen hier. Du hast auch mehr als Effizienz 2 auf deiner Hacke, oder? Ja, Effizienz 3. Okay. Ja, du bist nämlich ein bisschen schneller, wenn du neben mir buddelst. Ja, ich hole dich immer irgendwann, zieh ich dir mal so ein bisschen weg. Dann verschwende ich die Zeit wieder mit Kohle abbauen, dann kommst du wieder ran. Nur jetzt gerade. Hm. Wenn ich meine Level hätte, könnte ich auch nochmal schneller abbauen. Ja, das wäre bei uns allen so, glaube ich. Wie lange müssen wir eigentlich noch geradeaus, bis mal wieder irgendeine Änderung kommt? Wahrscheinlich lange, oder? Ja, ich glaube schon. Nee, da vorne, glaube ich, geht's runter. Ja? Ja? Ist es noch weit? Nee, naja. Die Hälfte. Muss mal gucken. Oh nein, mein Inventar ist voll. Ah ja, okay, da. Boah, ich habe tatsächlich einen Block vor der Lücke hier aufgehört gehabt, gerade eben. Dann willst du ein 2x3-Feld machen und ich komme dir dann entgegen von der anderen Seite einfach. Dann arbeitet man. Oh nein, es geht nach links, knickt's weg. Dann arbeitet man auf was hin, nämlich auf den anderen. Ja, wir haben noch knapp 500 Blöcke. Nee, Schmarrn, 300. Oder ihr macht beide einen bis Flubber ein oder zwei. Blöcke? Oder was? Nee, Schmarrn. Hä? Ja, ich habe irgendwo anders wahrscheinlich geschaut. Ja. Hätte mich gewundert, wenn wir schon so weit wären. Vielleicht kommt ja erst noch dieser komplette Teil, der außerirdisch, außertunnelig ist. Außerirdisch.
der irgendwo draußen halt unterwegs ist. Hm. Und man, da muss ja dann auch noch ein Tunnel drum gebaut werden mit so einem Glas und so. Scheiße, ich habe definitiv zu wenig an der Sieht. Guck mal, da sind wir gleich, wir haben uns getroffen. Hey. Ja, sammeln wir mal die Steine ein. Da, guck. Jetzt können wir uns, hier können wir uns sogar aussehen, ob wir links oder rechts weiter buddeln. Ja. Er hat sich für links entschieden. Und du auch. Weil man circa 5 Blöcke gespart hat. Ja, stimmt, ich hätte auch rechts buddeln können. Einfach weiter buddeln. Ist hier irgendwie manchmal so komisch die Welt durchflackern, glaube ich. Oder sind die Blöcke, die droppen, die kurz leuchten? Glaube ich, die Blöcke. Beim Zusammenschlagen kommt ein kurzer Blitz auf und dann leuchtet es im Dunkeln. Bei mir ist es immer hell. Ja, also es ist nicht so hell, wenn hier eine Fackel stehen würde. Also bei mir ist es bestimmt Lichtlevel 15 immer. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Weil ich in den alten Versionen hatte ich immer Optifine. Das habe ich mal auf, glaube ich, 1000 oder 10.000 gestellt. Also. Aber irgendwie ist es halt hier auch noch. Hier wäre ja jetzt eigentlich keine Lichtquelle, aber es ist hell bei mir. Ja, es ist buggy. Brightness? Moment. Wenn du die auf 100 hast, ist es überall hell. Ja, hell, aber... Nein, also wirklich hell, hell. Ja, meine Brightness ist auch bright immer. Aber das ist halt so, man erkennt, man kann halt Sachen sehen, aber das ist jetzt nicht so... Boah, das ist voll krass hell. Aber bei mir ist es komplett hell. Siehst du, bei ihm ist es komplett hell. Ja, bei Flubber ist wahrscheinlich auch nicht so hell. Ja, halt so. Ich würde jetzt sagen, tageshell. Ist gerade Tag. Guck mal, wir haben schon gar kein Gefühl mehr dafür, ob Tag oder Nacht ist hier unten. Also laut Minecraft wäre das Lichtlevel gerade 0. Aber hier ist es quasi so, als ob es komplett hell wäre. Interessant. Guck mal, alle cheaten hier. Flummer mit seiner gecheateten Spitzhacke, um seinen Raum da unten auszuheben. Byte hat hier Lichtcheats an. Hey. Ich bin hier der Einzige, der ernsthaft spielt. Hier würde ich eher so eine Art schnell abbauen. Hier ist das Fast Break. Das würde hier was bringen. Ja. Das wird ein bisschen schneller die mit dem... Fist? Nee. Die hätte ich jetzt gerne. Die Ultimate Fist. War für die beste Mod, die es damals gab, wenn du große Sachen im Vanilla bauen musstest. Vielleicht die Ultimate Fist in deinen Anus. Okay. Die kostet aber 7 Diamanten und 2 Leder, glaube ich. Gar kein Problem. Oh, bald bin ich wieder bei Byte. Das ist wirklich viel cooler, wenn man aufeinander zubaut. Dann merkt man so, dass man kommt sich erstmal doppelt so schnell nah. Und man immer so, gleich sind wir da. Das ist schön. Ja, das ist Byte gleich. Ich kann ihn schon riechen. Das hat nichts zu bedeuten, dass er nah ist, aber... Who knows? Who knows? Da ist er! Oh, und hinter dir sind mal wieder Creeper. Okay, wir haben mittlerweile... Aber weit hinter mir. Moment, ich hab hier doch was Schönes. Jetzt noch fertig und dann könnten wir sagen... Dass wir die Folge beenden.
Ja, komm, lass mich diesen Abschnitt hier noch fertig machen, okay? Dann sind wir nämlich an der Oberfläche. Und dann haben wir Abschnitt 1 fertig gebaut, so gesehen. Ja. Mach ich in der nächsten Folge, okay? Weiß ich. Weißt du nicht? Okay, dann muss ich mir gleich angucken. Ja, mit meinem Internet geht's auch schon wieder zu Ende. Achso, du brauchst da unten das Eisen ab. Ja, ja. Ja, dein Internet brauchst du ja jetzt nicht mehr gleich. Das brauche ich durchaus noch. Buddeln. Nein. Haben wir es geschafft. Ja, dann mache ich mal hier oben. Okay, das ist falsch. So, das muss bleiben. Das war ein Creeper. Man sieht Tageslicht. Das ist doch schon mal was. Ja, es ist tatsächlich Tag. Okay, dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft bis an die Stelle, wo man im Tageslicht ankommt. Wow. Da ist der große Tunnel. Okay, Flubber, wenn du jetzt unbedingt möchtest, dass ich das noch sehe, dann Vielleicht Pippi? Mich bitte auch. Alato? Body, beam me up. Ach schade, es wäre so gut gewesen, jetzt mit meinem Sprung geklappt hätte. Dann funktioniert das nicht. TP hier musst du machen. Nein, Targets. Ja, scheiß drauf. Relato. Oder so. HTP. Hi. Oh nein. So hässliche Deko möchtest du. Ja, natürlich möchtest du so auskleiden. Okay. Ja, klar. Okay. Was ist das eigentlich? Andesit oder? Polierter Andesit? Und Diorit. Vielleicht ist das aber gar nicht so schlecht. Weil das hat's halt überall. Ja, und das musst du nicht schmelzen, das kannst du einfach so hinklatschen. Ja. Also das Weiße links und rechts und links das Graue und an der Decke ist auch das Graue, oder? An der Decke ist auch das Graue, genau. Und dann gehen wir weiter vor. Aber ich mag den Lava-Fenster noch nicht. Ja, es gibt halt einfach nur ein bisschen Licht, weißt du. Okay, du also fährst dann eh schnell halt vorbei. Bei dir ist halt ein Endbahnhof, ne? Da kann man nur ankommen. Bei denn, wir gehen hin und verbinden die beiden Strecken. Dann habe ich direkt auch noch eine Verbindung von meinem Haus direkt zu Stefan seiner Burg. Ja, die 2 Meter kannst du auch laufen. Nein, wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Schaut bei Deva und bei Byte vorbei. Ja, und bei der Pixelstube natürlich. Genau. Aua. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.